Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Da ist eine Mine. Scheiß Mine. Ja, komm her. Dämliches Vieh. Es geht los. Hallo, hallo, hallo? Wieso denn schon wieder jetzt zwei auf mich? Oh, das ist gut, das ist praktisch. Huhu, das ist nicht praktisch. Vorsicht! Ich weiß, wo die herkommen. Bin ja nie dumm. Wir haben noch ein oder nein? Okay, haben wir. Ich speichere das. Ist mir egal, wie dumm das immer wieder aussieht, oder? Aber ich muss das speichern. Ich kann jetzt noch nicht mal. Ich wollte jetzt schwimmen gehen. Sagen, ich kann jetzt noch nicht mal habe ich nicht irgendwas zur Stärkung da? Ich habe doch so viele Tränke. Mächtiger Heiltrank, Energiespeicher, Mana-Trank. Kann ich nicht nehmen? Nö. Scheiße. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 500 von Erfahrung. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 500 Erfahrung. Bewirkt eine Zeit lang ein höheres Sens gegen radioaktive Strahlung. Eine Zeit lang ein höherer Überlebenswert. Wachmacher. Bewirkt eine Zeit lang schnelle Reflexe. Ich kann das gar nicht nehmen. Okay, gut. So, das essen wir hier gerade so nebenbei. Schauen uns das Vieh da hinten an. Es ist nur eins. Es ist nur eins. Der ist mit Sicherheit mächtig böse, das kann ich mir denken. Ich könnte ihn auch weglocken, aber das würde mir mit Sicherheit nicht viel bringen. Er hat uns. Aber er kommt hier nicht hin. Ein Weltenherz. Das Größte, was die Berserker jemals zustande gebracht haben. Sie machen die Welt für die Alps unbrauchbar. Ein Weltenherz nach dem anderen. Achtung! Oh. Der kann spritzen. Oh, Kaya, du hast übel einen Hänger immer, wenn du deine Feuerattacken einsetzt, ne? Ist dir das klar? Achtung! Guckt euch das mal an, die hat voll die Zuckungen.
das sieht aus, ne, mit ihr. Liebe Piranha-Bites. Kaya hat einen Hänger. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden, den allerersten. Wir haben ihn gleich bis zur Hälfte runter. Wird schon dunkel. Kaya, du, Ich erledige das. Ja, mach mal. Aber dann treff auch. Gleich kommen nachts andere Viecher hier hin oder so. Wir haben es gleich. Oh, seht ihr? Guckt euch das mal an. Nur 90% Erfahrung bei dem Vieh. Was ist das überhaupt gewesen? Ich weiß es nicht. Können ja nicht mal plötzlich Nachtschatten. Es ist schrecklich. Keine Seele mehr hier. Nur noch der Tod. Ich muss weitermachen. Ja, geh ein Stück zur Seite. Ich brauche etwas Ruhe für meine Meditation. Buchala. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne? Das sieht ja jetzt richtig geil aus hier gerade. Aber wenn sie das da so macht, ne? Oh, guck mal, wir haben zwei Monde. Wirkt sie recht unheimlich. Ich krieg gerade voll die Gänsehaut. Mir sogar eine Badewanne gehabt. Guck mal, Kaya, zwei Schlafsäcke. Und? Es ist unglaublich. Tatsächlich höre ich auch hier etwas. Mhm. Ja, und es ist ganz anders, als ich es immer vermutet hatte. Elex, es ist nicht nur überall. Es ist auch immer gleich. Selbst wenn es sich in den verschiedenen Aggregatzuständen befindet. Selbst wenn es gleichgeschaltet, in reiner Form oder auch als Mana vorliegt. Es spricht immer mit der gleichen Stimme und folgt ähnlichen Gesetzen. Das reine Elex aus den Konvertern soll nur ein Derivat des Manas sein? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass das Mana und das raffinierte Zeug, das die Alps verwenden, ebenfalls natürliche Formen des Elex darstellen. Dann ließe sich das Mana also auch wieder in reines Elex umwandeln. Wäre denkbar. Doch weiß bisher niemand wie. Nicht einmal die Alps. Ich nehme an, du bist noch nicht fertig mit deiner Forschung. Willst du denn gar nicht wissen, was dieses kollektive Elex-Bewusstsein genau ist und was es mit uns vorhat? Hier geht es um viel mehr als simple Wissenschaft. Elex denkt, Elex spricht, Elex ist lebendig. Dieses Etwas und vielmehr jemand ist dabei, unsere ganze Welt zu verändern. Vorausgesetzt, du hast mit deinen Annahmen recht. Ich weiß, es ist schwer zu verstehen, wenn man es nicht selbst fühlt oder versteht. Nun gut. Ich werde nach weiteren unerschlossenen Elex-Vorkommen Ausschau halten. Wenn ich weitere Eruptionsspuren finde, dann sag ich dir Bescheid, okay? Bis dahin lass uns erst einmal einfach weitermachen. Okay. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Wie geht es dir? Ich bin okay. Wir stehen noch ganz am Anfang des Krieges gegen die Alps. Nicht schlecht. Nach der Scheiße, die ich mit ihr durchgemacht habe, weißt du, steht da einfach nur, sie ist neutral zu dir.
Ja, wenn es ja weiter nichts ist, bitte. Kaya will mir über das Elix aussehen. Sie scheint eine besondere Verbindung dazu zu haben. Hierfür will sie, dass ich mit besonderen Orte aufsuche, um die Präsenz zu haben. Und habe scheint größer zu sein, dass mir geben wird, Kaya sich bei mir melden. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht tun. Bei Kopfgeldjägern finden. Mhm. Könnte ich jetzt eigentlich hin? Aber ich muss erst. Ich brauche dich nicht mehr. Geh zum Treffpunkt. Alles klar. Ray. Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein. Wenn das so ist, dann sage ich dir Bescheid. Aber vielen Dank erstmal. Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht doch noch Hoffnung. Mitkommen. Sicher doch. Okay, Leo. Leo, 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 Leo. Mhm. Alte Fabrik. Ja, dann gehen wir mal da jetzt hin. Gucken, ob wir den Leo jetzt. Nee, ich krieg den Leo nicht tot. Quatsch. Wenn ich könnte, würde ich die Alps hier antanzen lassen und ins Meer treten. Nur müsste ich mir wohl ein zweites Paar Stiefel für das Vorhaben zusammenkratzen. Die können wahrscheinlich nicht mit mir. Ich habe mit dem Müllbaron gesprochen. Konntest du ihn davon überzeugen, dass er sich keine Sorgen um seine Lieferung machen muss? Ja. Das sind gute Nachrichten. Deshalb will ich dich im Namen Kalans angemessen entschädigen. Ich muss erst hier Waffen oder so kaufen. Granaten oder irgendwie sowas muss ich mir holen. Die Granaten sind ziemlich geil. Andersrum. So, mein Freund. Oh oh. Es ist wieder Zahltag. Bitte? Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Vergiss es, ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Ach ja? Und warum sollte ich das tun? Unhold mit bloßen Händen erwirbt, weil ich dir sonst die Gliedermaßen eins vom Körper trennen werde, weil ich nicht möchte, dass deine Mutti einen Sohn weniger hat. Weil ich dir sonst die Gliedmaßen einzeln vom Körper trennen werde. Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, Cowboy. Ich will hier kein Blut vergießen, okay? Hätte ich gewusst, dass es dir so ernst ist. Wie auch immer, ich bin auf deine Splitter nicht angewiesen. Lass uns Frieden schließen, okay? Wir sehen uns. Ansonsten wäre ich jetzt auch andersrum gegangen. Also so nicht, mein Freund. So nicht. Bei dir kann ich was kaufen. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Aber natürlich. Du bist zumindest ein Waffenhändler. So. Erstmal möchte ich gerne was verkaufen. Ach nein, ach scheiße, den Schnaps kann ich ja gebrauchen. Hm.
Da ich die ja eh nicht benutzen kann. Nagnus mit Presslufthammer. Besen. Ja, mal wieder ein bisschen. Oh, ho, ho. Ich habe Geld. Ich habe Geld. Kann ich denn jetzt? Kann ich? Muss ich gleich mal gucken. Ja, Rüstung, Werkerrüstung. Heiltrank. Ja. Heiltrank wäre mal gut. Sprenggranat. Bräuchte ich doch so einen Granatenwerfer, oder? Den habe ich ja nicht. Ich habe einen Flammenwerfer, oder nicht? Ich habe einen Flammenwerfer, oder? Habe ich einen Flammenwerfer oder einen Granatenwerfer? Ich weiß es nicht. Heißt für den fürsächlichen für Zackenspeer. Bolzen. Ich weiß nicht, was ich mit so einem Speer anfangen kann. Ach, da, guck mal, Speerschleuder, dafür bräuchte man das, ist also, wenn ich so ein Speer will, bräuchte ich so eine Speerschleuder, eine Harpune, was macht die denn? Ach so, auch Speer. Ach so, die ist schon weiter, Okay. Ich kann die aber nicht benutzen, weil ich dann Geschicklichkeit viel brauche, aber die Harpune könnte ich benutzen. Ohne der Outlaws auf kurze Distanz ist die Durchschlagskraft unglaublich. Was kostet die denn? Weißt du was? Komm, die nehme ich mal mit. Zwinge. Kettenschwert. Ach, -6. Ich habe jetzt da, siehst du? Aber, weißt du was? Ich nehme es trotzdem mal mit. Vielleicht kann ich das ja hochpacken. Handgranate kommt auf jeden Fall mit. Ja, das passt alles noch nicht. Okay. Habe ich erstmal was? Jetzt brauche ich einen Werktisch. Wo habe ich den gesehen? Werktisch, Werktisch, Werktisch. Da hinten irgendwo. Ich habe auch noch einen, der. Ach, jetzt habe ich keine. Jetzt habe ich die Dingens mitgenommen. Die habe die Speerschleuder. Aber keine Speere mitgenommen. Bin auch gut. Zeig mir deine Ware. Aber natürlich. Ich bin ja auch gut. Der hat schon wieder Heiltränke. So, Speer. Ah, ich mach mich. Heiltrank nehme ich auch noch mal mit. Wenn das ein bisschen teuer ist, ist es mir vollkommen egal. Das ist so, wie ich das spiele. Und noch ein paar Handgranaten. So. Jetzt gehe ich mal gucken, ob ich irgendeine Waffe aufbessern kann. Ich muss mich jetzt irgendwie ein bisschen kampfbereit machen. Das geht so nicht mehr weiter, wie ich die ganze Zeit da so gespielt habe. Das geht einfach so nicht. Ich meine, ich habe schlau gehandelt, keine Frage. Also ich fand es ziemlich schlau, wie ich gespielt habe mit den ganzen Viechern und so. Dass ich die da immer weggelockt habe und andere für mich kämpfen lassen habe. Aber es sind natürlich auch viele XP verloren gegangen, ne? So.
Schlangenbiss kann ich immer noch nicht nehmen, weil ich ja immer noch das nur 60 Dinge. Die Keule kann ich auch noch nicht nehmen. Ich habe 52 Stärke. Boah, ich habe jetzt die Axt. Nein, das Kettenschwert könnte ich nehmen. Eli's Waffe kann ich nicht nehmen. Warum denn das? Was haben wir denn? Oh. Was haben wir denn da? Harpune? Ich habe einen Flammenwerfer, sag ich doch. Flammenfächer, Flammenball, Flammenstrahl. Aber wie kriege ich die? Anfertigen? Sockel einsetzen, hä? Ah, ich habe meinen Elektroschrott. Ah, jetzt hätte ich den nicht weg. Ah, ärgert es mich gerade. Na gut, schauen wir uns mal das Kettenschwert an. Was können wir denn da machen? Waffe modifizieren können wir noch nicht. Auseinanderschrauben. Da fehlt uns wahrscheinlich das Auseinanderschrauben. Mehr kannst du damit nicht machen. Okay. Anfertigen. Kannst du deine Waffe verbessern? Ja. Und ich könnte sie nochmal verbessern. Aber dann... Wenn ich sie jetzt nochmal verbessere, könnte ich sie nicht mehr tragen. Okay. Zack. Mal Waffen gucken. Harpune. Ich nehme jetzt mal die Harpune anstatt die Armbrust. Und dort für die Handgranaten. Was wollte ich denn hier? Ach so, ja, genau. Schön, schön. Sehr schön. Gut. Dann reisen wir mal wieder da unten hin. Dann muss ich mal gucken, dass ich dann auch wieder so ein paar Sachen investiere. Hier von wegen... vielleicht Herstellung oder so. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen was investieren und dann vielleicht nicht immer neue Sachen kaufen, sondern die dann einfach halt nur verbessern. Irgendwas schnarcht hier. Das wäre ja mal eine Idee. Momentan spare ich da ja ziemlich an den Fähigkeiten. Ich denke mal, der sitzt da oben irgendwo. Dino! Ja, das hat nicht ganz... Ah! Das Glas kaufe ich mir. Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. Oh. Kommen die Viecher uns hinterher? Wie kommen die Treppe hoch? Das ist unglaublich, ne? Wir sitzen fest. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hurra, Schengen in die Luft.
glaube, ich habe den Fahrstuhl übersehen. Ach, mein Gott. Bastard. Oh, Ray, nein, lass es doch einfach sein. Lass es doch einfach gut sein. Schluss jetzt! Jetzt geht's rund! Ja, sorry. Hallo. Ich hatte nicht gespeichert. Ich finde das jetzt auch nicht gut. Ach, leck mich doch, ey, Ande. Das war dumm. Ich darf nicht von vornherein, also von oben reingehen. Ich muss von vorne reingehen. Okay, gut. 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 Merke ich mir. Nein! Das ist es nämlich. Ich dachte gerade, ich habe nicht gespeichert. Darf ich wieder von vorne laufen? Nee. Ah, wie mich das ankotzt. Nur weil ich von diesem Dino so abgelenkt war. Ihr solltet das mal sehen. Mein Hund guckt mich ganz irritiert an. Bestimmt, weil ich so geschrien habe. Was macht er denn da? Platz. Ich muss immer gucken, dass der sich die Wunde nicht aufleckt. Der hat zwar einen Verband drum, aber da das jetzt momentan richtig am Heilen ist, juckt das natürlich. Und ich weiß nicht, ob er sich... Normalerweise macht das nicht, wenn ich, also, wenn ich in der Nähe bin. Aber... Ich weiß natürlich nicht, ob er jetzt denkt so, och, die Alte ist abgelenkt, ne? Machen wir mal trotzdem oder sowas. Deswegen muss ich da immer ein bisschen drauf gucken. Weil wenn er sich da jetzt nämlich dran rumleckt, dann hat sich das mit dem... Na, das nicht mal. Hatte sich das erledigt damit. Na, wo ist das Vieh? Läuft das immer noch die Treppe hoch? Der Meteor hat echt kaum etwas stehen lassen. So, ich speichere das jetzt. Okay. Jetzt machen wir das alles nochmal richtig schön. Ich habe jetzt gespeichert. Es kann jetzt nicht allzu viel passieren. Ihr habt hier nichts verloren. Ich mach das.
Ja, dann mach doch mal. Okay, irgendeine... Ah! Ist der andere Typ. Da hinten kommt er. Boah, sorry, ey. Aber das musste ja jetzt sein. So, das ist der Dingens. Jetzt geht's gut. Ich habe einen Steckbrief. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Okay, Leute, ich muss auch eh Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.